Einen wunderschönen guten Tag, meine liebe YouTube-Gemeinde. Ich bin euer Zocki und mein Handy vibriert und ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück. Mal wieder, endlich wieder, jetzt geht's weiter, Root of Evil. Ich habe keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind. Das ist echt kacke, ich hätte nicht so lange Pause machen dürfen. Schauen wir mal nochmal hier, jetzt geht hier die Tür auf. Öffne sie mir. Ne, aber das kann man ja mit der Maus machen, oder? So war das. Okay, gut, diesen Code, das haben wir schon getan, oder? Das ist ziemlich finster, was? Root of Evil. Komm schon. Perfekt, super. Ich bin der Beste, absolut. Los, komm. Also, Entschuldigung. Das habe ich vergessen. Geht nicht. Okay, zurück. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß echt nicht mehr. Ey, die Tür geht nicht auf. Super. Hey, da ist ein Dreirad. Hey, Dreirad, was geht? Oh, jetzt krieg ich wieder so. Hallo. Ich glaube, das hatten wir schon, oder? The house became overcast and cold. My wife was standing in the hallway holding a knife. She looked at me with a scary smile on her face. She plunged to me and then everything turned dark. Maybe she also wanted me to go to heaven like she did with her cat. Okay. So. Ich habe kurz Nachricht zurückschreiben müssen. Sorry. Was war jetzt? Spinne. Wir folgen der Spinne raus. Hey, da ist ein Kind! Eine Puppe, hoppala. Sehr. Jetzt hat sie mich hier nicht gerissen. Ich glaube, ich muss einfach lauter machen. Das ist der Trick. Wir müssen einfach lauter machen. Boah, das ist jetzt aber schon ganz schön laut. Tür ist offen, super. Wer hat den Vogel befreit? Ihr Schweine, den wollt ihr noch kochen. Gibt's halt Dosenfutter, ja. Zu weit weg, den müssen wir irgendwie anloggen, oder? Ich hau ihn einfach mit der Gabel. Mit dieser komischen Gabel oder mit diesem dreckigen, eckigen Löffel. Ah, wieder das Symbol entdecken, boah. Na? Aber das ist vielleicht der Schlüssel? Na, glaube ich gar nicht. Warte, wie kriege ich denn den Vogel hier runter? Ich könnte mit einem Fisch anlocken. Magst du den Fisch, Vogel? Oh, was? Oh, Messer! Nimm doch das Messer. Oh, stopp. Kriege ich damit vielleicht? Vielleicht. Ja! Geil. Okay. Easy. Sack. 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 Ja, und jetzt? Es geht noch weiter runter. Aha. Doch irgendwo ein Anhaltspunkt geben, wie ich das zu machen habe.
dagegen glaube ich kann ich jetzt noch nicht, oder? Die Tür ist verschlossen, was ist denn das für ein Dreck, oder? Wer liegt denn da vor der Tür? Sicher der Opa. Hat wieder zu viel gesoffen. Nee. Mal kurz irgendwie gucken. Irgendwo muss doch irgendwo ein Hinweis sein. Soll ich das zu öffnen habe? Machen wir mal alle ganz hoch, okay? So. Dann. So, das machen wir zweimal, das machen wir dreimal und das machen wir einmal, zweimal, dreimal. Ich kann da erraten, was ich möchte, weißt du, wenn ich da nicht irgendwo Informationen herbekomme von diesem kleinen Kackvogel hier. Na, das Zug jetzt weg. Irgendwo muss doch irgendwas sein. Das kannst du nicht sagen, weißt du? Ja, da ist wieder zu, super. Super. Das ist echt super jetzt. Das freut mich. Warte kurz. So. Ich denke, so ist besser, oder? Mit dem Ton jetzt ein bisschen. Jetzt haben wir hier die Zeitung, okay, aber hier steht doch nichts. Jetzt haben wir hier im Boden nichts. Kann man da irgendwas öffnen? Nope. Ich übersehe schon wieder irgendetwas. Was ist denn das für ein Dreck? Der Vogel ist auch gemacht im Sack ein bisschen. Normalerweise, wenn ich ganz gescheit wäre, würde ich das Messer nehmen, würde am Schädel fetzen, den Dreck weiter, dann falls es da wäre, dann habe ich einen Schlüssel, verstehst? Was übersehe ich? Ich weiß es nicht. Weil ich es übersehe. Wie könnte es denn sein? Okay. Wir versuchen das einfach mal so, so geht nichts. So, anscheinend geht auch nix. Nix. Moment, ja, Moment, das ist so. Na, warte mal. Natürlich ist es so. Muss ich das dann noch irgendwie drehen? Vielleicht sind das nur die zwei hier. Ah, alles möglich, alles möglich. Ach Gott. Nicht. Wo könnte das sein? Der Hinweis. 1, 2, 3, 4. Nein, oder? Das glaube ich nicht. Wenn das das ist, dann ist es das bescheuertste Rätsel ever. War das doch so, oder? Das kann es nicht sein. Nein, das kann es nicht sein. Das glaube ich nicht. Das ist da bilde ich mir nur irgendwas ein. Das.
Das haben wir schon versucht. Na, es geht nicht. Ja, gut. Das heißt, ich muss den verkackten Strang hier aufkriegen, aber wie? Wie soll ich das machen? Alles ist gut. Doch wie kann es anders sein? Kann ich das nicht? Hey, na, ich bin so ein Heißleiter. Schaut, denk mal nach. Das ist ganz oben. Dann ist es ganz unten. Dann ist es fast ganz unten. Und dann wieder ganz unten. Ja, das ist es. Gott, ich bin so. Zack, zack, zack. So. Oben. Ganz unten. Fast ganz unten. Ganz unten. Vielleicht noch eins. Und da auch eins. Ja! Haha! Ich bin so geil! Gib mir die Dose! Ich will die Dose! Oh, jetzt brauche ich wieder einen Code! Bitte! Was haben wir hier? Ah, okay. Ah, komm schon. So. Kann ich jetzt noch was machen mit den Dingern? Oh, das ist zu viel. Das ist zu viel. Definitiv die 75. Und die 50. Ja, ist ein bisschen zu viel. Okay, haben wir die weg. Aber jetzt tue ich wieder hin. Die habe ich weg. Die haben wir hin. Die 100 vielleicht noch. Ja, ist zu viel. Die 50 weg. 75 weg. Ist zu wenig. Wieder zu viel. Du mit dem Schweinskopf einfach weg. Wo ist denn Lebens? Okay, wenn das zu viel ist, dann tun wir die hier weg und tun die hinzu. Das ist zu wenig. Dann tun wir die hier weg und haben die noch hinzu. Und dann nochmal die. Und jetzt die weg. Den Scheißdreck weg, hoppala, so. Und so. Scheiß mich an. Weg. Gott, bitte. Das ist einfach nur Mathematik. Ernsthaft jetzt? Es ist nie ausgeglichen bei mir. Ne? Wenn ich irgendwo stehen würde, sehen, wie viel das Scheißkopf wiegt. Aber ich bin einfach zu K.O., um mitzurechnen hier jetzt. Das kann es doch nicht sein. Ja, das ist klar, dass das war mir klar ist, okay? Aber ich gewinne das Ding. So, ich habe alle oben. Ja, läuft bei mir.
Jetzt einfach runternehmen. So, die mal runternehmen. Nö, die runternehmen. Nö, die runternehmen ist zu wenig. Okay. Gut, dann haben wir die hoch und die runter. Und jetzt? Kriege ich jetzt irgendwas? Kann ich jetzt den Schweinskopf hier nehmen? Na, Moment, ist das der Code? Ne, das kann doch nicht der Code sein. Kann doch. Was kriege ich jetzt? Kriege ich jetzt irgendwas? Doch Ding gemacht, oder? Das war doch der Code. Einfach alles zusammenzählen. Ne, 7. Jetzt kriegt der Vogel Gift. Da hast du die Flasche, nimm's! Der Vogel. Ist das ein Essen irgendwo hier? Oder ist das. Vielleicht ist das Säure? Das sieht nicht. Nichts mit Säure. Vielleicht muss ich jetzt den Fisch vergiften? Hier, Fisch. Oder vielleicht ein Schweinskopf jetzt da? Na. Komme ich jetzt hier durch vielleicht? Nö. Ah, du fliegst immer hier hin. Ah! So, blüb, blüb. Jetzt hast du eine grüne Bohnensuppe. Holst dir, ja. Er ist tot. Aber ich hätte auch ein Messer. Jetzt ganz ehrlich, okay? Wenn ich vorhabe, den Typen umzubringen, diesen Vogel, dann nehme ich ein Messer aus diesem komischen Block, fetz den scheiß Dreck gegen seinen Kopf, auch wenn ich daneben schieße, wenn ich ihn nicht treffen sollte. Der Typ zuckt so aus, fliegt gegen die Wand, Genickbruch, Ende. Hat sie erledigt für mich, verstehst du? Geschichte erledigt. Aber nein, da muss ich erst ein bisschen rechnen und so ein Scheißdreck. Ja, das ist schon gut. Das passt schon. Anspruchsvoll oder so, ein Plätzchen, Alter. Das ist Wahnsinn. So, jetzt mach die Tee auf. So, der Papa ist zu Hause. Warte! Scheiß Krätzen, du wenig. Ah, jetzt hat's gezogen, weil ich das so extra laut einauftritt hab, die Kopfhörer, den Ton. Was war denn jetzt? Ich lebe noch! After woken up, I realized I was trapped in the basement. My wife had the abnormal expression since the child died. But I really did not expect that my wife suddenly attacked me. Now, everything was clear when I read her diary. Sometimes, I suddenly injured somewhere. I could not remember what happened to me. The doctor said that I was suffering from depression. Besides that, I was suffering from short-term dementia. Every morning when I woke up, all things became strange to me.
Only one thing hasn't changed. That was my unborn fetus grows increasingly. Thenceforth, I start to write a diary. I want to note everything that happened to me into this. These things became complicated when my husband brought home a girl, and introduced she was a new maid in the house. Her name was Mary. She was a beautiful girl, but I had a bad premonition when I looked at her eyes. This introduction scene often repeated day after day. I realized that when I reread my diary. Seemed to Mary and my husband were lies in front of me, but he hadn't known that everything were wrote in this. I start to find out their reasons. And then I was realized a horrific secret. My husband, he's affair with Mary. They were taking advantage of my dementia illness in order to sneak with each other. This things made me very sad, and it broke my heart. The only reason that helped me endure all of this was because my unborn child. Already 8 months since Mary lived here. I've tried to dissemble when seeing her adultery with my husband. I couldn't believe that Mary was too greedy and sinister. She had put poison in my food. It was caused many severe abdominal pain. Her poison didn't make me dead, but it killed my son. These days are the most miserable days of my life. I realized I need to avenge. I want her to go through the pain of losing the child same like me. All of them were gonna pay for this. After a long time, waiting for Mary pregnancy, this moment finally came. I used a knife to slit her belly and get the baby out. It's a girl. It looked at me and cried. In a second, something seems to touch my heart. I decided to let the little girl alive. But this couple gonna pay for what they did. I burn them. Two corpses were charred and could not identify their faces. Police later confirmed that this is a suicide of me and my husband. But they did not know about Mary's presence in the house. After that, they took the baby away. This is the last page I wrote. And I did not want to see this diary anymore. Because it brings back my painful memories. I will wait for this child to come back. This was... Ja, nee. Passt schon. Okay. Ist kein Outlast. War schon klar. Outlast war wirklich ein geiles Spiel. Ja. Doch keine der Wurzeln. Ja, wie soll ich denn das machen? Nee, gut. Keine Ahnung, kann jetzt nicht viel darüber sagen, weil ich so lange Pause gemacht habe. Jetzt dazwischen und ich nicht wirklich mal alles weiß. Aber, hat schon passt. Ich hätte gesagt, wir suchen uns irgendein anderes Horror-Game noch raus. Und, ja, keine Ahnung. Schauen wir, was wir so bringen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Macht's das gut. Haut rein. Und über brav sein. Tschüssi.